Wir haben eine neue Idee, beziehungsweise ich hatte eine neue Idee für ein total cooles, innovatives Zeugs. Ja, so der Art. Und zwar machen wir Pokémon-Raten anhand des Pokédexes. Was ähnliches, was wir auch schon mal mit den Yu-Gi-Oh!-Karten gemacht haben. Und diesmal sind dabei ich! Ich bin Wiebke und... Bandit, das bin ich. Und ich mache mit mir in ein Team. Ich bin Baul. Genau. Wir sind Team Baul. Und das Team spielt gegen... Das Team, bin ich und ich. Hi, ja, ich genau. Diese zwei Gestalten sind auch bekannt als Yannick und Fabian. Aber wer ist wer? Richtig. Bin das weiß niemand so richtig, also ist das auch nicht so wichtig. Nein, Bennett. Nicht Team Yannick. Fabik. Das ist auch nicht schlecht. Die Regeln. Würdet ihr bitte mal Fabik. Die Regeln sind eigentlich ganz einfach. Ich lese einen Pokédex-Eintrag vor und der es zuerst weiß, schreibt irgendwas in den Teamspeak rein und dann in den Discord, ja, Entschuldigung. Und dann darf er seine Antwort geben. Wenn die Antwort falsch ist, dann darf jemand aus dem anderen Team raten. Und wenn der wieder falsch hat, darf wiederum der aus dem anderen Team wieder raten, bis er es halt erraten ist. Und wenn es auch wirklich gar keiner errät, aber das Pokémon erraten werden, also wenn die vier sich dazu entscheiden, das Pokémon soll trotzdem erraten werden, dann lese ich auch nochmal einen anderen Pokédex-Eintrag vor. Yeah. Und der Punkt geht an das Team, das das Pokémon erraten hat. Das sollte ja wohl logisch sein. Den Teil verstehe ich nicht. Was ist gibt Punkte? Leistung? Hä, hey, was? Nee, auf Punkte, wenn ich einfach nur irgendwas sage. Nein. Oh. Hm. Schwieriges Leben, ein schwieriges Leben. Ich glaube auch, ich bin nicht ausgerechnet vorbereitet. Ich sollte nochmal Pokémon durchspielen. Das ist okay. Ich glaube, ich schaffe das. Darf ich beginnen mit dem ersten Pokémon? Ja. Bitte. Okay. Trotz seiner harten Schale kann es sich frei bewegen. Es ist flink und äußerst zerstörerisch. Also ist schon mal nicht Safcon. Schale, schnell bewegen, flink. Yannick. Schnuthelm. Das ist falsch. Was? Schnuthelm? Ja. Okay, Bennett, hast du eine Idee? Ich hab eine Idee, aber ich glaube nicht, dass es das ist. Egal, sag, ich hab gar keine Idee. Ninjask. Nein. Chance für Fabian. Krabby. Nein. Was ist Krabby? Krabby hat er Ach, gesagt. Ach, Krabby. Ich hab's noch falsch ausgesprochen. Willkommen in Krabbyland. Oh Mann. Paul, deine Chance. Dann probier ich mal Krebskorps. Auch falsch. Ah. Dann okay. Nicht einen anderen Eintrag. Nächster Eintrag, oder? Einen anderen Eintrag? Ja. Okay, Moment. Ja. Bin ich echt gespannt. Das ist tatsächlich öfter sein Eintrag. Das sieht interessant aus. Es katapultiert sich in die Luft, indem es Gas ausstößt, das sich in seinem Körper angestaut hat und sorgt so für Unruhe. Was? Was? Es pupst. Okay. Es hat eine harte Schale und pupst sich mit Gas in die Luft. Ja. Okay. Das ist doch irgendein Käfer, oder? Moment. Oh Gott. Weißt du, wie... Mann, das fängt schon voll schwer an. Ja. Ja. Nee. Dann? Ist es vielleicht Lithomid? Nee. Ah, schade. Lithomid? Yannick? Nein, Lithomid hat doch keine Schale, das hat so ein Steinhaus. Ja, ist doch sowas. Hast du eine Idee, oder was? Ja, ich hätte eine Idee, aber mir fällt der Name gerade schon wieder nicht ein. Ja, dieses Pokémon, dieser gelbe Wurm, Nein, es ist auch kein gelber Wurm. Nein, also ich... Der wohnt in... so einem... Paul,
sieht aus wie so ein Pott und weißt du, Pottrott ist äußerst zerstörerisch und pupst sich nicht mit Gasen. Nein, Fabian, das ist falsch. Schade. Also darf ich so jetzt? Dann? Ja. Ich hab halt gar keine Ahnung. Das kommt mir auch so ein bisschen. Eine harte Schale und es pupst sich in die Luft. Es wäre aber zumindest ein Käfer-Pokémon gewesen, Pottrott, ja? Toxiped? Nein. Hä, okay. Alle. Vor allen Dingen mit Gasen fortbewegen, das macht irgendwie... Na, das verwirrt mich auch gerade. Ich sag jetzt einfach Klingklim? Nein. Hätte mich auch gewundert. Hat ja keine Schale. Ja, wollen wir noch einen hören, oder wollen wir aufgeben? Gibt's denn noch einen Eintrag? Ich glaube aber nicht, dass die euch weiterhelfen. Ich weiß nicht, ob ich euch einen Tipp geben kann, aber ich kann euch auch keinen Tipp geben. Dann gehen wir lieber zum nächsten, oder? Okay. Dann sag uns, was es war. Das wäre Pupita gewesen. Echt? Okay. Pupita? Mit Gasen? Achso, Gas und Pupita. Ist das zerstörerisch? Ja, das ist es scheinbar. Nein, das ist gegen Puppe, glaube ich. Verpupptes Pupita. Aber Pupi ist auch schön. Aber ja, so kann man es auch gut ableiten. Aber das ist interessant. Ja. So. Okay. Dieses Pokémon kommt sehr lange ohne Nahrung aus. Die Knolle auf seinem Rücken speichert Energie. Ja, Bennett. Okay. Ich will jetzt irgendeine Bisa-Entwicklung sagen, ich weiß jetzt aber nicht welche. Ich sag einfach mal Bisa-Knusp. Nö. Fuck. Knolle. Das ist das einzige Pokémon mit Knolle auf dem Rücken, was mir einfällt. Ach so, Knolle, ja, stimmt. Mit einer Knolle auf dem Rücken. Sinn. Knolle ist ja was anderes als Knospe. Ach shit, stimmt. Speichert Energie. Ist das bei Bisasam auch schon der Fall, ist die Frage. Man sieht es halt nie, ne? Also... Dann sag du es doch einfach. Sag einfach. Na ja, gut, dann sag ich einfach Bisasam, ne? Das ist richtig. Ja, oh, echt, verdammt. Du? Ein Punkt. Es ist doch eine Knolle. Ja. Okay, Pokémon Nummer 3. Moment, ich muss zum Pokédex runterscrollen. Vergiss nicht, die Punkte aufzuschreiben. Ich mach das nicht. Ja, mach ich. Fühlt es sich bedroht, sondert es tödlichen Giftspeis aus seinen Poren ab, um sich zu schützen. Oh. Könnten so viele Gift-Pokémon sein. Der erste bei mir ist Paul. Ich sage, es ist Smogon. Nein. Dann wäre der zweite hier, der geklickt hat, Fabian. Du, Flor? Nein. Verdammt. Slimer? Nö. Ja, stimmt, Slimer stinkt immer. Hm. Janik? Ja. Wenn ich mal den Namen wüsste. Darum geht's ja, Mensch. Janik hat das Spiel nicht verstanden. Ich hab schon was gesagt. Nico? Ist vielleicht untergegangen. Wir nehmen gerade was auf. Ach, ist Nico gerade im Teamspeak? Ja. Hallo, ach, Nico. Geh mal bitte weg, Nico. Geh mal bitte weg. Oh. Ich hab bitte gesagt. Ja, wer darf jetzt noch was sagen? Janik, ne? Janik, ja. Ja, ich hatte schon was gesagt, aber es ist vielleicht untergegangen. Hättest du nicht ein paar einfachere nehmen können? Das ist ja echt heavy hier. Sag mal. Aber was hast du denn gesagt? Viscagon. Nein. Hat das Viscogon genannt? Nein, ist falsch. Viscogon und dann Viscagot. Achso. Okay. Und danach ich glaube, es heißt, Viscago. Viscago. Von Escargo. Von Escargo Schnecke. Ja, stimmt. Oh, Viscogon, jetzt das ergibt Sinn. Also, soll ich nochmal einen einfacheren vorlesen? Ja. Bei Einbruch der Dunkelheit leuchten die Ringe auf seinem Körper und verängstigen alle in seiner Nähe. Da fällt mir nur eins ein, aber ich weiß den Namen nicht. Bennett. Volbeat? Nö. Hm. Team
Ich und ich. Also, Yannick, ich denke gerade an dieses Pokémon, was so eine Art Event-Pokémon. Jetzt schreibt mich Nico auf das Wort an. Für X und Y war, ja, aber mir fällt der Name nicht ein. Vielleicht weißt du es ja. Das war so ein Event-Pokémon für X und Y, glaube ich. Megarena? Und... Hä? Megarena, der Stahl-Pokémon. Ja, das könnte es sein. War das eure Antwort? Ja, ja, es war jetzt einfach unsere Antwort. Ist es nicht Magiana? Es ist falsch. Egal. Schade. Paul. Ja. Ja. Alola Slimog. Nein. Ach, das ist schade, Klinge. Weil das sind doch auch so Ringe. Stimmt, das wäre. Ja. Das ist auch so bunt. Soll ich es auflösen? Ja. Team Mich und ich hat theoretisch noch einen Versuch. Ach, stimmt. Stimmt. Wer von uns hat jetzt den Versuch eigentlich? Fabian, weil du es ausgesprochen hast. Okay. Boah, hast du einen Tipp, Yannick? Nee. Mir fällt auch gerade nichts ein. Also das war so der einzige Anhaltspunkt, den ich hatte. Und Okay, pass auf, dann geht es jetzt auf Schnelligkeit. Ich werde jetzt ein Dings vorlesen, was wirklich eigentlich müsstest du erst danach erkennen. Okay. So. Okay. Mondlicht hat die genetische Struktur von Evoli verändert. Im Dunkeln wartet es auf Bartik. Oh, jetzt war ich schneller? Bei mir war... Ja, du warst schneller. Nachtara. Richtig. Ah, so ein Gift aus? Das Schweiß. Ist eine gute Sache. Das hat Schweißdrüsen Schweiß. Scheinbar. Okay. Warum steht sowas im Pokédex? Das ist eine gute Frage. Das ist echt eine Frage. Okay, dann. Ich musste bei Ringe ja tatsächlich gerne nach Paradenken, aber ich dachte, das kann es nicht sein wegen diesem komischen Gift. Ja, doch, ich fand das auch ganz witzig. Ich habe auch an Gift gedacht, nur. Okay. Ihr Schwarm ist stets groß. Obwohl es kleine Pokémon sind, schwingen sie ihre Flügel mit enormer Kraft. Das könnten halt so viele Vogel-Pokémon sein. Ich könnte jetzt was sagen, aber ich Bevor hier nichts geschrieben steht, sagt hier keiner was. Kannst du es bitte nochmal vorlesen? Ja, bitte. Aber ich frag's, versuch's jetzt einfach. Ihr Schwarm ist stets Moment, Bennett hat schon was getippt. Achso. Ja. Dann ich sage, es ist Wingull. Das ist falsch. Okay, hätte ja sein können. Ihr wollt das nochmal hören? Ja. Ja, bitte. Ihr Schwarm ist stets groß. Obwohl es kleine Pokémon sind, schwingen sie ihre Flügel mit enormer Kraft. Okay. Das könnten halt alle Startervögel sein, sozusagen. Ja, Fabian? Ich denke da gerade an Schwalbini. Falsch. Ah, okay. Ihr Schwarm ist recht, immer recht groß. Kleine Pokémon und Flügel. Flügel? Ja, weil Schwalbini ist halt so klein, ne? Das heißt, es kann eigentlich kein Käfer-Pokémon sein, sondern es muss schon ein Flug-Pokémon sein. Ja, stimmt. Tja, kann jetzt einiges sein, ne? Also Dusselgur? Ich hab jetzt noch was. Nein. Yannick? Staralili. Das ist richtig. Oh, sehr gut. Ja, weil ich dachte tatsächlich so, wegen dem Namen Staralili, Stare sind ja meistens einfach in großen Gruppen unterwegs. Das macht Sinn, ja. Viele Vögel. Tauben sind nicht immer in großen Gruppen unterwegs. Also, wenn man jetzt Taubsi als Beispiel nimmt. Taubsi ist keine Taube. Nein, Taubi ist ein Spatz. Taubi ist ein Pokémon. Ich als Taube, das ist mir völlig egal. Dusselgur ist eine Taube. Okay, nächstes. Gurgur. Ja. Darf ich das nächste vorlesen? Ja. Seine Melodien inspirierten Komponisten, die daraus viele bekannte... Zipurze. Yannick, nein. Schade. Ich würde gerne noch mal zu Ende hören. Ah ja, bitte. Ja, natürlich. Seine Melodien inspirierten Komponisten, die daraus viele bekannte Lieder komponierten. Ich habe ein paar Ideen, aber bin bei keinem sicher. Ja. Soll ich es euch sagen? Mach mal. Palimpalim. Nein. Okay. Fabian, hast du was? Boah, also ich habe da jetzt so einen bunten Haufen an Pokémon im Kopf, aber ich... Ich hätte noch zwei im Kopf. Fabian ist erstmal dran. Ja, spontan würde ich sagen... Also hätte ich tatsächlich, ich weiß nicht warum, ich gehe einfach damit, auch wenn es irgendwie lächerlich ist, Plaudergeil. Nein. Hätte ich aber auch im Kopf. Hätte ich auch im Kopf, aber kann doch nicht sein, dass ich zwei Vogelpuppen hintereinander habe. Mein Guess ist zur Peise. Nein. Schade. Okay, dann der nächste Eintrag. Möchtet ihr den nächsten Eintrag? Ja. Ja. Okay.
Es besitzt die Macht, Pokémon, die sich in seiner Nähe aufhalten, mit seinen Melodien froh... Fabian? Yannick hat geschrieben. Yannick, Entschuldigung. Aber ich habe jetzt gerade noch froh gehört. Ich, Du hast Pumelo geschrieben? Wollte ich sagen. Ja, nein. Pumelo. Nein. Schade. Wollt ihr den Eintrag zu Ende hören? Gerne. Klar. Es besitzt die Macht, Pokémon, die sich in seiner Nähe aufhalten, mit seinen Melodien froh oder traurig zu stimmen. Froh, okay. Oder traurig. Froh oder traurig. Was könnte das sein? Monster Eenmon mit seiner Liebesattacke. Nein. Scheiße. Froh. Ich glaube nicht, dass es Klingflim ist. Ich meine, das macht doch eigentlich nur glücklich. Kann auch nur Pokémon ein, die es glücklich machen. Es kann also selber entscheiden, ob es sie damit glücklich machen möchte oder nicht. Okay. Das ist interessant. Ja, die ganze Flohme-Entwicklung macht ja keine Melodien. Die machen nee, Fall, die machen nur Krach. Ja. Boah, ich habe keine Ahnung, Paul. Ich probiere mal was. Mhm. Okay. Kapalores. Nein. Oh, das wäre aber eine gute das wär, Idee. Das wäre auch gut gewesen. Oha. Aber Kapalores macht, glaube ich, weil auch. Weil er halt auch eher Flohme macht. Ja, genau. Ja. Ha. Dann darf Fabi jetzt. Mhm. Ja, das mit dem glücklich oder nicht, das ist, das wirft mich gerade komplett raus. Da fällt mir gerade gar nichts ein. Das ist schwierig. Sag irgendwas, Fabian. Meluetta. Das ist richtig. Oh mein Gott, stimmt! Oha. Du hast recht! Das ist ja quasi das Musik-Pokémon schlechthin. Das ist mir gerade, also ich dachte so, Melodie-Pokémon, und dann irgendwie kam mir dann doch noch Meluetta gerade in den Kopf und ja. Nice. Oh, das ist mir vollkommen gefallen. Anscheinend ist Spontanität ja auch ganz gut. Ja, Fabian, ich meine, es steht momentan 3 zu 1. Ups, Fabian rettet hier. So, also, nächstes. Dieses Pokémon versetzt Gegner in den Schlaf und frisst deren Träume. Von Albträumen wird ihm aber Ah, verdammt. Wer war zuerst? Du warst bei mir zuerst. Ich Traumato. Von Albträumen wird ihm übel. Ja, das ist richtig. Ja, willst du ein Traumato sein? Darf ich mal kurz was anmerken? Ja. Ich glaube, ich war zuerst, aber meins wird unter meine zwei anderen Sachen, die ich schon geschickt habe, gestellt. Deswegen hast du wahrscheinlich... Nein, da stand schon die ganze Zeit ha, ha, ha. Nee, ha, ha und darunter Kra. Und Kra ist das von ihm gerade. Okay, aber ja, Kra was steht bei mir unter Spatz und Mucke. Bei mir auch. Bei mir, also, bei mir auch. Nee, bei mir, ja, bei mir ist es natürlich ein bisschen zu früh. Ja, also muss es halt so... Ist natürlich blöd, dass es jetzt drauf ankommt, was sie sieht und dass es ich das aufnehme. Stimmt. Ich mache das schon ehrlich, keine Sorge. Okay. Nee, es hätte sein können, dass das halt untergegangen ist, weil es einfach bei mir direkt unter die anderen geschoben wurde, ohne dass man es bei mir dann halt vernünftig erkennen kann. So sah das bei mir vorhin aber tatsächlich auch aus. Nee, weil ich achte mal darauf, was vorher da steht, bevor ich was sage, also keine Angst. Alles klar. Okay. Nächstes Pokémon. Sein Bellen löst Eruptionen aus. Es kann seine Kraft nicht zügeln und es streift... Bei mir ist jetzt Klimper von Paul. Der erste Kommentar. Ich würde sagen, es ist Arcani. Das ist falsch. Dann dürfte ich jetzt, weil ich geschrieben habe. Oh oder? Nein, ich weiß es. Entei. Das ist richtig. Ja. Ja, oh, das war in dieser tollen Pokémon-Verarsche, wo Entei so. Der Vulkan. Ich hatte tatsächlich den Pokédex-Eintrag nur im Kopf. Immer wenn Entei brüllt, bricht ein Vulkan aus. Okay. Ja. Nächstes? Ja. Dieses Pokémon führt seinen berüchtigten Streckarmschlag überall aus. Ein Schlag von diesem Pokémon reicht aus, um einen Strommasten zu zerlegen. Streckarmschlag? Das ist Fabian diesmal zuerst gewesen. Hariyama. Richtig. Nicht schlecht. Da habe ich tatsächlich nicht gewusst. Dann nehmen wir doch jetzt mal das. Wie steht's? 5 zu 2 oder sowas? Ja, 5 zu 2. Ah, verdammt, Paul, wir liegen hinten. Das eben konnte ich mir nämlich richtig gut vorstellen, wie Hariyama mit seinen riesigen Karate-Händen da. Genio auf Hariyama gekommen. Okay, also. Nächster Eintrag.
Sie bedrohen ihre Gegner, indem sie 6000 Grad heiße Atemluft ausstoßen. Die Weibchen beschützen die Jungen des Rudels. Atemluft? Atemluft, ja. Paul? Ist das vielleicht Vonona? Nö. Atemluft. Das könnten halt alle Feuer-Pokémon sein, so gefühlt. 6000 Grad heiße. 6000, okay. Grad. Ja, bei Mekago in der Nähe ist auch alles super heiß. Hm. Ich weiß nicht, wie viel Grad. 5 Millionen. Aber ich glaube, ich hätte was. Ich hätte ja auch was. Dann entscheidet ihr euch untereinander, wer von euch. Mach du zuerst, Yannick. Okay, ich sage Amphira. Das ist falsch. Schade. Ich sag Flambirex. Das ist falsch. Dann sag ich Magma. Das ist falsch. Schade. Nächster Eintrag. Okay. Männliche Exemplare faulenzen die meisten Zeit. Wird ihr Rudel von stark... Paul? Pyroleo? Richtig. Sehr cool. Das war schon vorhin meine Idee. Und als es dann nochmal mit männlich kam, dachte ich so, okay, ja gut. Es muss irgendwie ein Pokémon sein, was tatsächlich anders aussieht bei männlich-weiblich. Aber das wusste ich gar nicht. Das war halt bei Amphira wegen weiblich beschützt das Rudel. Mensch, ihr müsst auch wissen, ja, stimmt. Löwen sind faul. Ja, Pyroleo ist so ein langweiliges Pokémon, das hatte ich schon wieder vergessen. Tja, das ist so langweilig. Ich nehme ja auch nicht die leichtesten. Das ist wahr. Kannst du nicht sowas wie Ditto nehmen oder so? Ja. Also, nächstes Pokémon. Es ist von Natur aus sehr mutig und fordert daher jeden noch so starken Feind heraus. Selbst oh Gott. Oh, das kenne ich. Ich auch, aber ich weiß den Namen nicht. Yannick. Quirtle? Nö. Was? Ja, das wurde sogar im Anime mal so erwähnt. Da hat es gegen Stalos gekämpft. Okay. Ja, aber ich habe irgendwas anderes im Kopf, aber ich weiß den Namen gerade nicht. Dann sag nochmal zu Ende, Schatz. Wir hören es uns zu Ende an. Okay. Es ist von Natur aus sehr mutig und fordert daher jeden noch so starken Feind heraus. Selbst wenn es den Kürzeren zieht, dient dies seinem Training. Oh, ich kenne den Eintrag. Oh ja, doch. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Oh, shit. Ist mir wieder eingefallen. Ich habe eine Idee. Ja, sag du, sag du. Mhm. Pam Pam? Nö. Das hatte ich tatsächlich auch im Kopf. Ah, schade. Bin Fabian? Ich jetzt so? Macholo. Nein. Schade. Ah, es war ich glaube, es war wirklich irgendein Kampf-Pokémon. Ja, genau. Aber welches? Bennett, du bist jetzt dran, du kannst was sagen. Ja, ja, ich überlege gerade, welches Kampf-Pokémon das war. Es war auf Macholo hätte halt so gut gepasst. Oder war das irgendein... Nee, warte mal, das war kein Kampf-Pokémon, glaube ich. Meinst du so irgendein... Vogel? Wer weiß. Boah, shit. Irgendein mutiges Pokémon, ha. Huh. Ich glaube, das... Das ist Datiri. Nein. Das war ein Vogel, glaube ich. Wollt ihr noch einen Eintrag hören? Jo. Ja, Moment, mir ist noch was eingefallen. Aber du kannst nicht jetzt. Du kannst nicht mehr, also jetzt wäre der nächste Eintrag. Außer du machst sofort dein Enter-Ding. Ja. Ja, aber dann dürfen wir uns den nächsten Eintrag sofort anhören. Genau. Okay, ja gut. Dann. Mit seinem kleinen Körper kann es flink fliegen und so mit Hilfe von trickreichen Taktiken größere Gegner überlisten. Schade. Bennett. Schwalbini. Nö. Verdammt! Fabian? Hast du noch eine Idee, Yannick? Ich hätte jetzt... Nee, du hast als nächstes geschrieben, du musst es jetzt sagen. Ich weiß, okay. Ich wollte nur sicher gehen. Also Porenta? Nein. Schade. Das war irgendein Startvogel, Paul. Ich bin mir echt sicher. Irgendein Startvogel. Aber welcher? Was soll es auch bei mir sonst sein als ein Startvogel? Ich kenne ja nur Vogelpick-Pokémon. Pepek, hast du gesagt? Das ist falsch. Ach, schade. Yannick, letzte Chance. Ach, woher kennst du das? Das ist ja jetzt anscheinend ein Flug-Pokémon. Irgendwie will ich nicht drauf kommen. Willst du nicht oder kannst du nicht? Mikio? Oder wie? Ich weiß nicht, wie es genau ausgesprochen wird. Was meinst wird. Du? Das erste von Schwert und Schild, das Start-Pokémon. Das, was sich später zu Cramor entwickelt. Micro. Ja, das ist richtig. Echt? So, Micro. Oh mein Gott. Ja, den Punkt kriegt er nicht, weil das er wusste. Er wusste nur den Namen nicht. Ich wusste, okay. Ich kenne diesen Eintrag. Ich weiß nicht, wie ich so auch. Ja, weil ich mich so gefreut habe über den Eintrag.
So, nächstes. Ein süßer Duft geht von dem Blatt auf seinem Kopf aus. Es ist ruhig und liegt gern in der Sonne. Yannick? Veganer? Nö. Schade. Es ist ruhig und liegt gerne in der Sonne. Ja, ja. Dann sag ich, es ist Endivie. Das ist richtig. Ja! Okay. Fuck. Mir fällt auch gerade auf, Megania hat ja an sich kein Blatt mehr auf dem Kopf. Nee, es hat so Fühler. Ja, ja, stimmt. Klar, Megania-Blatt. So, nächstes. Stimmt, Megania hat Fühler, stimmt, Lorblatt hat einen Blatt. Zuhören. Ja. Unter allen Pokémon verfügt es über die stärksten hypnotischen Kräfte, mit denen es... Ja, du nochmal. Hypno. Nö. Das wäre ja komisch, wenn sie Traumato und Hypno nimmt. Ja, das stimmt. Ihr traue ich alles zu. Da habe ich auch gerade... Ja, Moment, ich muss nochmal kurz überlegen. Ach komm, wieso hat Hypno nicht die stärksten hypnotischen Kräfte? Ich meine, der heißt ja schon Hypno. Ja, richtig. Also wirklich. Was könnte es denn dann sein? Jetzt habe ich schon geschrieben. Ja, du musst jetzt was sagen. Nimm einfach irgendwas, eins, was Hypnose kann. Ja, eins, was Hypnose kann. Welche Pokémon kann denn Hypnose? Ich überlege gerade, irgendwie alle möglichen Psycho-Pokémon versuche ich mir gerade vorzustellen. Ich wette, ich habe einfach einige schon wieder vergessen. Verdammt. Ja, dann sag einfach. Ich finde es unfair, dass er schreibt und dann nichts sagt. Sorry, ich hätte auch Hypno gesagt. Aber, also, Fabian, fünf Sekunden noch. Finger. Nein. Schade. Paul? Okay, Paul, komm, bring uns die Punkte. Okay, ich sage, es ist Darkrai. Nein, Yannick? Oh, schade. Hauptsache, dein Nein kam schon, bevor sein Pokémon bei mir ankam. Er sagt nur Dar und du so Nein. Ja, wenn ich das dann schon weiß. Janik, die Antwort. Ja. Ja, ist kein Pokémon. Ach, wirklich? Das auch nicht. Janik hat das Spiel mal noch nicht verstanden. Ich will die Regel nochmal erklären. Sag Pippi. Pippi? Musst du mal. Ja. Pippi Langstrumpf. Nein, das ist es nicht. Schade. Okay, wollt ihr den nächsten Eintrag hören? Ja. Also ihr hättet euch übrigens den Eintrag auch bis zum Ende anhören können, aber es hat keiner gefragt. Oh. Okay. Aber Fabi, ach so, ja stimmt, weil Fabi geschrieben hat. Ja. Nee, Bennett ja auch. Nein. Okay. Ja. Mit Hilfe der blinkenden Muster an seinem Rumpf hypnotisiert es seine Beute und lockt sie an. Die Enden seiner Flossen sind Rasiermesser scharf. Rasiert. Ein hypnotischer Fisch? Ja, das Psycho-Fisch-Pokémon aus Sonne und Mond. Ich hab seinen Namen vergessen. Darf ich ihm helfen? Ja, für einen Namen darfst du ihm helfen. Knirrfisch. Nö. Ach komm, das ist das einzige Psycho-Fisch-Pokémon. Aber es muss ja nicht unbedingt Psycho sein. Es kann Hypnose. Team, ich und ich, gebt eine Antwort ab. Kann man sich den Pokédex-Eintrag nochmal anhören? Ja. Mit Hilfe der blinkenden Muster an seinem Rumpf hypnotisiert es seine Beute und lockt sie an. Die Enden seiner Flossen sind rasiermesserscharf. Yannick. Das ist das, was... Yannick. Nein, es ist nicht Yannick. Das Flunder-Pokémon. Ich hab vergessen, wie es heißt. Flunschling. Flunschling, ja. Nein, ach, Yannick hat schon was gesagt, da ist Paul dran. Blinkende Muster. Weil das blinkt und halt. Scharfe Flossen. Flossen. Rasiermesser, scharfe Flossen. Aber gut, Hypnose passt da halt dann auch nicht rein, ne? Ach, verdammt. Na los, Paul. Schon komisch. Relikant? Nein. Boah, das blinkende Muster. Weiß nicht. Die letzte Antwort? Mir fällt überhaupt nichts ein. Mist, jetzt bin ich auch raus. Soll ich's auch wenn er nichts weiß. Ja, dann, außer Fabio will was sagen.
Nee. Okay, ja, es wäre Calamanero gewesen. Okay. Oh. Ach krass, okay, das sind ja Flossen. Das sind Flossen. Für mich okay sind das Tentakel. Stimmt, ja, eher Tentakel, ne? Naja, schade. Ja. Okay, dann kommt das nächste. Dieses Pokémon entwickelt sich im Laufe der Jahre, wenn sich zwei von ihnen vermischen. Vermischen? Vermischen. Oh. Uff. Zwei? Verdammt. Fabian? Ach so, oh, ich war schneller. Okay, also, warte, die entwickeln sich. Du hast gerade schon angefangen. Magnetilo, ja. Nein. Da braucht man drei, Mensch. Ja, deswegen. Ach, stimmt. Oh, ach, Gott. Ich ja. Bennett? Ich habe nichts geschrieben. Nee, nee, aber ihr seid dran. Euer Team ist dran. Ich will doch aber überlegen, mir fällt da gerade nichts ein. Dann sag ich erstmal eins. Ja, dann sag. Klick. Nö. Aber das macht doch erst eins, dann zwei und dann drei, oder? Nee, Klick hat sind am Anfang auch schon zwei da. Ach, stimmt. Verdammt. Dann ist Yannick jetzt dran. Oh, scheiße. Oh, Manu, ich dachte, du überzieht mich. Ich hab halt echt keine Ahnung. Mann, welches könnte das sein? Die zwei Pokémon vermischen sich denn? Ah, nee, das ist auch schon von Anfang an zwei. Das muss halt echt so ein... Na, gib einen Tipp ab. Fusionsbeschwörung. Mir fällt halt wirklich nichts ein. Gar nichts. Es tun sich zwei zusammen oder es kommen zwei dazu? Wenn sich zwei vermischen. Zwei vermischen. 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 Ah. Was vermischt sich denn? Oh. Wie heißt es? Das Eistüten-Pokémon. Nein. Nein? Auch schon? Gelatini. Dann Gelatini. Ist Bennett jetzt mit einer Antwort dran. Ich gehe gerade die Gens durch. Ob sich da irgendwo zwei vermischen. Weil Ribi ist auch schon am Anfang 3. Ja. Was ist jetzt? Was soll das denn? Was per Tausch vielleicht? Gar keine Idee? Ich hab gar keine Idee, nee. Okay, wollt ihr noch einen Eintrag hören? Ja, bitte. Ja. Es ernährt sich von Gasen, Dreck und anderen Köstlichkeiten, die man auf Müllkippen findet. Paul. Smogon. Also Smogon zu Smogmog. Ja, welches Pokémon? Du hast jetzt Smogon gesagt. Du hast gesagt, das Pokémon entwickelt sich, wenn sich zwei von ihnen vermischen. Genau. Also muss es doch die erste Stufe sein. Richtig, so habe ich auch gedacht. Nee, das ist aber falsch. Dann ist der Pokédex aber ziemlich ungenau. Ja, aber nein, ich kann aber das andere Wort nicht. Ich konnte das andere Wort ja nicht vorlesen. Wie, das andere Wort? Ich konnte doch Smogon nicht vorlesen. Dann hättest du irgendwie XXX oder so sagen müssen, weil sonst hätte... Ja, ist echt so. Das kommt so. Ich finde es auch voll verdient, Paul, aber den Punkt. Das stimmt, ja. Okay, dann kriegt Paul den Punkt. Da hättest du nämlich sagen sollen, Pokémon-Name? Ja, genau, stimmt. Wenn sich zwei Pokémon-Namen verbinden. Okay, du hast den Punkt. Danke. Mann! Nicht ausrasten. So. Die Erinnerung an den Kampf mit seinem Erzrivalen Pokémon haben sich... Ja, Bennett? Es ist die Frage, nehme ich jetzt Vipitis oder Sengo? Ja, das ist die Frage. Ah, stimmt. Ich sag Vipitis, weil sie mag Vipitis. Das ist falsch. Nein! Okay, Yannick, willst du? Lass uns das, wir haben ja Zeit, lass uns das zu Ende anhören. Okay, ja. Okay. Das ist schlau. Die Erinnerung an den Kampf mit seinem Erzrivalen Pokémon haben sich in jede Zelle von Pokémons Körper eingebrannt. Von Pokémon 2. Pokémon weicht feindlichen Angriffen unheimlich raffiniert und geschickt aus. Ja, dann, ich würde sagen, Sengo. Das ist richtig. Ja. Komm, du magst Vipitis, warum nimmst du Sengo? Weil es nicht darum geht, was ich mag. Nein, nur ganz viele Vogel-Pokémon. Zwei. Ja. Endivir? So. Magst du Endivir? Nö, nicht so. Oh. Nächstes Pokémon. Einer Legende nach erfüllt Pokémon jeden Wunsch, der auf ein... Mist. Ausrasten. Ja, Paul. Ah, es ist Hirachi.
Das ist richtig. Und ja, das mag ich. Nächstes Pokémon. Es wandelt Sonnenlicht in Energie. Nach Sonnenuntergang schließt es seine Blüten und wird still. Ach verdammt, ich hab auf die Bennett. Das ist Kinoso. Nö. Was? Weiß nicht? Nö. Aber wenn die Sonne nicht scheint, hat das so eine Pflaumenform. Das ist aber nicht. Dann muss ja nicht jetzt. Fuck. Fuck, aber ist kein Pokémon. Ich kann es mir ja noch zu Ende anhören. Das nee, war zu Ende. Kannst du nicht. Warte, das war aber auch zu Ende. Ja, das ist Ende. Achso. Ende ist Ende. Im Gelände. Hm. Scheiße, da fällt mir echt eigentlich nichts ein. Warum schreibst du dann? Du musst jetzt weil was ich sagen. Dasselbe hatte wie du. Genau. Ist egal, dann sag jetzt was anderes, rate. Nachdenken ist jetzt schummeln. Fünf. Was? Kikuchi? Ja. Nein. Paul. Darf ich es nochmal hören? Natürlich. Es wandelt Sonnenlicht in Energie. Nach Sonnenuntergang schließt es seine Blüten und wird still. Roselia? Nö. Fabian? Fabian ist eingeschlafen. So verwirrt, er kommt nicht mehr klar. Ich musste gerade überlegen. Ja, Blüten, da fällt mir leider gerade nichts ein außer Knospi. Das ist falsch. Schade. Toll, jetzt muss ich kurz aufstehen, weil da eine Katze vor der Tür steht. Oh. Und der will runter. Oh. Ich bin wieder da. Yay! Okay. Was war's denn? Nächster Eintrag. Ihr könnt noch einen Eintrag hören, wenn ihr möchtet. Achso, klar, klar. So. Tagsüber rennt es hektisch umher, aber sobald die Sonne untergegangen ist, wird es bewegungslos. Ist ja fast der gleiche Eintrag. Ich habe erst bewusstlos gelesen. Nachts wird es bewusstlos. Ja, das ist ja nichts Neues an Informationen. Ne? Ja doch, dass es sich so ganz schnell hin und her bewegt. Richtig. Wow. Oh, da fällt mir, ist doch noch was eingefallen. Aber ihr seid ja erst dran. Nee, ich hab es hat noch keiner geschrieben. Ach so. Er schreibt aber auch nichts. Ja, na gut, dann schreibe ich mal was. Ja, Fabian? Kurelei. Nein. Fabian ist so richtig kreativ, er schreibt immer nur einen Buchstaben. Von Kurelei rennt doch nicht, Kurelei schwebt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja. Das Pokémon mit Blüten, was nachts ganz starr wird und die Blüten schließt. Das hätte ich mir bei Kurelei. Soll ich was einen Vorschlag machen? Mach mal. Sonflora. Das ist richtig. Oh, nice. Richtig gut. Weil, weißt du, Mystery Dungeon immer so hektisch war und so X. Ja, stimmt. Okay, das ist jetzt gleich dann. Das finale Pokémon. Oh Gott, das wird schwer. Es beißt Angreifer und initiiert ihnen Gift, das selbst große Vogel-Pokémon seine natürlichen Feinde lähmt. Das war Bennett. Arbok. Nein. Das hätte so gut gedacht. Darf ich dann jetzt noch? Ja, genau. Ja, du darfst. Jetzt würde ich Vipitis nehmen. Nein. Schade. Es sind seine natürlichen Feinde. Paul? So. Ja, Paul ist jetzt noch. Feinde. Also müsste es ja. Auch ein Käfer sein, oder? Eine kleine Schlange. Also ein Käfergift vielleicht. Wie wär's mit Toxipet? Das ist richtig. Verdammt! Oh, nice! Ja, geil! Bennett und Paul haben aufgeholt und haben somit gewonnen. Es steht 8-7. Ja! Paul! MVP! Ein Glückwunsch an Team Baul. Genau, mein Glückwunsch. Oder war auch sehr gut, Team ich und ich. Team farbig. Team ich und ich. Ich und ich. GG, well played. Ich freue mich auf die nächste Folge. Yip, yip. Jip, jip. Fliegen wir in den Sonnenuntergang ab, wa?
Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir reisen zu Bogen. Fliegenden Bison. Warte. Warte. Was denn? Komm, was verdammt, es gibt keinen. Ach doch, gibt es. Hä, was? Oh. Achso. Schön. Aber, warte, ich guck jetzt mal kurz, ob's Essen gibt. Er schläft gerade. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Also, tschüss.